Hallo aus der Hausstatterei. Ich darf heute bei mir begrüßen die Elena von den Alexander und auch den Robin. Und wir haben uns heute hier in der Hausstatterei getroffen, weil Elena und Alexander uns sich bereit erklärt haben, ihr Bauvorhaben in den nächsten Monaten mit Bild und Ton zu begleiten. Ja, bevor wir zu eurem Bauvorhaben kommen, vielleicht erstmal zu euch persönlich. Wer seid ihr denn? Vielleicht stellt ihr euch mal ganz kurz vor. Elena, du zuerst. Genau, also Elena heißt, ich bin 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Saarland, jetzt aber schon mehrere Jahre im Rheinland und arbeite im Vertrieb, was sich ganz gut ergänzt mit Marketing. Ja. Okay, das war das Stichwort für dich. Das war Stichwort, ja. Alexander mein Name, ich bin 32, bin geboren in Bayern, geboren und aufgewachsen und letztendlich hat es mich dann noch ins Rheinland verschlagen, als FC-Fan, FC Köln-Fan seitdem glücklich und wir werden jetzt hier auch ein bisschen länger bleiben noch. Okay, das heißt, ihr habt euch hier auch kennengelernt im Rheinland. Genau. Ja, sehr schön. Ja, jetzt apropos kennenlernen, wie habt ihr denn den Robin kennengelernt? Wie seid ihr denn an den Robin gekommen? Genau, das war eigentlich eher zufällig. Wir haben uns für ein Baugrundstück interessiert und über den Makler sind wir dann auf Robin gekommen, weil er das Nachbargrundstück betreut hatte. Und hat uns dann erste Eindrücke gegeben zu Living House, auch eine erste Beratung. Und ja, im Verlauf der weiteren Gespräche haben wir uns dann letztendlich auch für Living House entschieden und bereuen diese Entscheidung nicht. Super. Robin, wie war die Zusammenarbeit mit Elena und Alexander? Ja, wie die Elena gerade schon geschrieben hat, ist es ein recht spontanes Zusammenfinden gewesen, weil da ein Grundstück vorhanden ist, was mit mehreren Häusern bebaut wird und ich da schon Bauherren hatte. Und wie das dann so ist in der Prüfung, ob das Grundstück potenziell in Frage kommt, sind wir uns über den Weg gelaufen und haben uns dann wie bei jedem Bauvorhaben im ersten Schritt mal zusammengesetzt, haben geguckt, wie sind die Wünsche, wie sind die Bedürfnisse der Kunden und ich glaube, behaupten zu können, dass ich dann relativ schnell da eine Ebene gefunden habe, wo wir gesagt haben, das macht Sinn und Spaß, da jetzt in Zukunft zusammenzuarbeiten. Absolut. Ja. Vielleicht eine Frage an dich, Alexander. Neubau war das schon immer euer Thema oder wie seid ihr auf die Immobiliensuche gegangen? Also wir hatten tatsächlich einen ganz breiten Fokus. Viele versteifen sich ein bisschen auf so eine kleine Gegend. Da wir ja nicht aus der Gegend kommen und auch Familie etc. weitestgehend verstreut wohnen in ganz Deutschland, haben wir uns dann ein breites Suchfeld gesucht, haben auch erst Bestandsimmobilien mit ins Auge genommen. Unser Traum war aber immer Neubau und wir wussten aufgrund der angespannten Immobilienlage nicht, was uns dann erwartet. Und haben aber auch sehr schnell gemerkt, dass mit Bestandsimmobilien, dass der Investitionsbedarf eben zu hoch wäre. Und haben dann glücklicherweise auch dann das Grundstück gefunden, auf dem wir jetzt dann auch Neubau. Ja, Elena, Alexander, erstmal herzlichen Dank für den ersten Eindruck. Ich glaube, wir sehen in den nächsten Monaten sehr, sehr viel von euch. Ich freue mich drauf. Gibt bestimmt eine sehr spannende Geschichte. Und ich bin gespannt, wenn wir bei euch auf der Terrasse sitzen und das erste Kölsch trinken, was es dann noch alles zu erzählen gibt. Also bis dann, sage ich Tschüss. Tschüss.